Hallo, meine lieben Survival-Freunde, ich bin's wieder, Daniel, aka Croc206. Und wir sind wieder in the Forest. Und wir müssen nochmal von vorne anfangen, weil die Speicherfunktion in der Alpha noch gar nicht funktioniert hat. Ist das nicht toll? Also in der ersten Version. Mittlerweile gab es jetzt 3 Hotfixes. Na, ein Safe Hotfix, dann den Safe, den Hotfix und dann den Hotfix. Ja, und jetzt sollte das eigentlich funktionieren, sonst gibt es einen Hotfix. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, ich hoffe, alles ist so okay vom Aufnehmen her. Wenn nicht, dann laber ich hier für mich alleine. Das war so gerade spontan gestartet, weil ich dachte, ich kann meinen Spielstand laden, so. Hab mich natürlich ein bisschen schlau gelesen. Jetzt müssen wir hier erstmal looten. Alles mitnehmen, hat er gesagt, da im Video-Tutorial. Und weit weg vom Flugzeug. Oh, ist das laut. Sorry, Leute. Oder war das nur für mich so laut? Ich hoffe nicht für euch. Das ist ja ekelhaft. So, schnell alles looten hier, alles mitnehmen. Den Ball wollen wir nicht haben. Den lassen wir links liegen. So. Bam. Her damit. Dann war hier noch irgendwas mit Schaltkreisen. Die soll ich auch mitnehmen, wurde gesagt. Ja, und schnell, bevor die Kannibalen kommen, müssen wir uns dann vom Acker machen, damit hier, nichts auf uns lauert, denn. So, es sind hier noch Koffer. Koffer. Nee. Ja, eigentlich müssen wir uns dann in die Richtung machen, weil da, wenn das Flugzeug da liegt am Strand, ist das natürlich doof. Weil am Strand war eigentlich so eine gute Gegend. Hier ist ein Camp. Dann nehmen wir natürlich alles mit hier. Schnell, bevor uns hier jemand erwischen kann. Weil wir brauchen wirklich alles, was wir finden können. So, dann müssen wir diese Pflanze nochmal mitnehmen. Das ist eine Heilpflanze, anscheinend. Und dann rennen wir hier mal durch den Wald in irgendeine Richtung und hoffen, dass wir nicht so schnell entdeckt werden. Wir sind ganz außer Atem, weil wir gerade abgestürzt sind und ganz schnell anfangen zu spielen. Yeah! Weil ich jetzt natürlich einiges weiß und ich eigentlich gar keine Lust habe, hier von vorne anzufangen, aber wir müssen es machen, leider. Weil das Spiel speichern nicht funktioniert hat. Ich habe natürlich noch ein bisschen rumprobiert. Ne? Däh. Nach meiner. Ich habe einen Stick gefunden. Nach meiner. Session. Habe ich noch ein wenig probiert mit dem Krams. Wie das jetzt so mit den Leuten ist, die hier rumlaufen und so, wie nett sie zu einem sind und wie unnett sie zu einem sind. Oder unter welchen Umständen und wie und was auch immer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist noch ein Hoppelhäschen, den nehmen wir uns auch mit. Und wie die so reagieren auf verschiedene Sachen. Das versuche ich jetzt so ein bisschen anzuwenden. Zum Beispiel, wie, dass wir hier so eine Rüstung nehmen können, das ist natürlich mega. Sieht auch sehr schick aus. So, dann einmal den Koffer zerhauen. Und dann dürfen wir uns auch eigentlich gar nicht so lange hier aufhalten, weil wir weiter müssen. Aber es lohnt sich natürlich hier immer reinzugucken, überall. So. Ja, ich denke, das reicht. Wir gehen mal weiter. Und schauen, dass wir ein Camp finden oder so. Noch so eins, weil hier gibt es noch irgendwo ein Zeltlager. Und da vorne ist ein Speer. Yeah. Den können wir ja benutzen, um Fische zu fangen. Den kann man hier dann so nehmen und dann Fischi töten. Da zum Beispiel Fische. Jetzt schwimmen wir natürlich. Jetzt ist es schlecht mit Fische fangen. Aber hier war ein Fisch. Kriegen wir den? Kriegen wir nicht. Da können wir uns aber später drum kümmern, weil wir müssen jetzt weiter. Die Zeit rennt. Da vorne ist noch so eine Blume. Die nehmen wir mal mit. Ja, dann suchen wir uns ja einen schönen Platz aus. Oha. Wir sind in der Nähe. Da vorne ist es Wrack. Wir laufen in der komplett falsche Richtung. Hier kommt man irgendwie durch. Hier wollen wir durch. Hier. Ich will hier nicht rein. Oh, oh, oh. Wir rennen hier mal weg. Da. Das ist ein Camp, da will ich jetzt nicht hin. Ganz ruhig.
Lass uns nicht erwischen. Wir rennen einfach weiter. So weit weg wie möglich. Eine einigermaßen passende Stelle. Hier sind wieder Koffer und so ein Mist, aber dass wir mal ausnahmsweise links liegen lassen. Wir haben ja noch genug Zeit zum Looten, bald. Muss jetzt erstmal an die andere Seite der Insel am besten, damit wir den Kannibalen ein bisschen entkommen können. Muss natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viel rennen. Aber ich bin ja so fast auf der Flucht schon, kann man sagen. Und ich hatte hier irgendwo eine gute Stelle ausgemacht, wo wir nicht so gut angegriffen werden konnten, aber ich finde sie gerade echt nicht wieder. Das ist das Problem. Das war hier irgendwo an der anderen Küste. Da war da so ein. Was war das? So ein. Ja, auch so eine Art Strand. Lass mal wegrennen. Wegrennen ist immer gut. So. Weil die verfolgen uns dann vielleicht, dann sind wir wieder tot, haben wir Pech gehabt. Aber hoffe nicht, dass sie uns. Sorry, verfolgen. Ja, wir rennen hier ziellos irgendwo hin. Und suchen uns nach einem. Oder schauen uns nach einem Plätzchen um. Wenn ich das wiederfinde, heißt es. Ich glaube, hier war so eine Stelle, da ist man, wenn man Pech hat, mit dem Flugzeug abgestürzt. Dann ging es hier irgendwie runter, glaube ich. Dann ging es hier runter, genau. Dann konnte man, da runterfallen. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich denke, hier wäre eine. Na, hier ist keine gute Stelle. Hier ist es zu offen. Ich will irgendwo versteckt. Bin ich im Wald rumlaufen. Wenn man hier runter geht, war. Hier ist eigentlich eine gute Stelle. Zwar ein bisschen hügelig, aber hügelig. Hügelig ist gut. Hügelig. Hügelig heißt gemütlich auf Dänisch. Hügelig. Ein kleiner Sprachkurs hier mit dem Daniel. Ich denke. Weiß nicht, was ihr denkt, aber. Dass hier eine gute Stelle wäre. Hier so. So ein bisschen im Untergehölz. Da sind hier noch giftige Bären. Die dürfen wir nicht essen, Leute. Ja, Steine. Sind hier Steine in der Nähe? Und so Matsch. Ja, wir müssen natürlich auch schauen, dass hier überall genug Rohstoffe sind. Ach, ich laufe hier noch ein Stück weiter wieder runter. Ich denke, dass wir da einen guten Platz finden werden. Oder auf der, von der anderen Seite her, weil ich glaube, da waren immer nur Geröll und so. Dass wir hier irgendwie einen Platz zum Resten finden oder so. Das wäre super Knorke. Ah, ich habe Angst. Nicht, dass uns ja gleich wieder so ein Nackedei-Typ entgegenkommt. Hier ist natürlich jetzt ziemlich offen, aber. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist immer so eine schwierige Sache. Hier wären jetzt Sticks und da unten wäre jetzt zum Beispiel. Hier wäre jetzt Wasser, ne? Ja, hier wäre jetzt Wasser. Hier ist auch so viel Nebel. Ist ja. Oha! Hier sind wir Wasser auf einmal. Ups, ist wohl noch ein bisschen verbuggt. Der Nebel soll wohl das Wasser darstellen oder was auch immer. Ja, hier kommen wir dann schon ins Wasser rein. Aha. Ja, perfekt war ja der Strand da, aber da sind die ganzen Kannibalen am Flugzeug. Das ist immer ein bisschen suboptimal. Und ich suche hier gerade so eine optimale Stelle zum Camp erbauen. Und da unten ist so eine Landzunge. Ich glaube, da hatte ich mal ein Camp gebaut. Kommen wir hier runter. Wir kommen da vorne runter. Wir können auch hier so runterfallen am besten. Traue ich mich? Ich will jetzt nicht runterspringen, aber. Ah, guck mal. Gewieft muss man sein. Hier sind Steine. Hier geht es so ein bisschen ins Unterholz. Dann hatte ich. Genau, hier war die Stelle. Also jetzt nicht direkt hier, sondern einmal um der Ecke. Oder einmal um die Ecke. Um die Ecke. Der Joghurt mit der Ecke. Da, 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 da. Ja, hol mal Luft hier. Und wir haben auch kaum Energie. Das ist ein bisschen schlecht.
Hier war irgendwo so eine Nische, so eine Spalte, da konnte man reinkriechen. So für Arschkriecher. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr genau wo. War das mal eine Arschkriecherspalte? Von da oben war mir ein bisschen geschützt. Naja, das war noch eine engere Spalte, aber das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus mit den großen Steinen hier. Da könnte man hier hinter so ein Feuer bauen, dann sieht man das Feuer natürlich nicht so schnell. Ja, gute Idee. Machen wir. Bauen wir hier unser Lager. Und in dem Shelter könnte man jetzt auch speichern. Soll man. Es wurde nochmal Hotfixes released, die behebt haben, die behoben haben, dass das Inventar dann weg war. Also Teile aus dem Inventar waren dann auf einmal weg, wieder Alkohol und so zum Molotow-Cocktail basteln und so. Ja, man kann auch noch Mollys machen, also ein Kram. Das habe ich alles gar nicht gepeilt in der kurzen Zeit, wo ich das hier mal einfach drauf losgespielt habe. Aber jetzt weiß ich das natürlich alles. Und wir sammeln jetzt erstmal unsere Rohstoffe, die wir brauchen. Also ein paar Steine. Die können wir schon mal mitnehmen hier. 3, 4, 5. Und hier werden einem wohl die Kannibalen nicht so schnell jagen. Wenn ja, haben wir Pech. Dann müssen wir nochmal neu laden, wenn wir den gespeichert haben. Das wäre, glaube ich, so das zweite, nachdem ich mein Feuer gebaut habe, dass wir hier einmal mal speichern. Wir haben zu viele Steine dabei. Man kann, glaube ich, 5 Steine und 5 Sticks oder so mitnehmen. Dann muss man die verbraten gleich. So. Ja, hol mal Tiefluft. Ich muss jetzt aber einfach mal hier so eine Cola-Dose, so eine Soda trinken. Und dann mal wieder Energy kriegen. Das soll man eigentlich nicht machen, aber das ist jetzt mal notwendig zum Aufbauen von seinen Krams hier. Dann wollte ich jetzt. Ja, ich bin immer noch ein bisschen verkühlt und deswegen ist mein Hals ein bisschen schleimig. Dann wollte ich hier jetzt noch so ein Feuer bauen, dass man denn am besten so 7 Steine braucht man dafür. Und ein paar Sticks, okay. Ja, dass man das dann nicht sieht von hier aus, dass von Stein geschützt wird. Von der anderen Seite bauen wir uns dann so eine Mauer. Und dann wird das hoffentlich klappen. Wenn nicht, dann haben wir Pech. Dann werden wir dann irgendwann von denen erwischt und müssen uns dem Kampf stellen. Ich habe aber gehört, dass man, oh oh. Oh oh. Sie haben geschrien. Ist da vorne einer? Ich weiß nicht, dass. Oh, der Landwirt spielt Euro Truck Simulator 2. Oh. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept, ey. Na toll. Jetzt hatte ich Angst. Jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht worden. Scheiße. Ich habe jetzt wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ich war hier gerade so fröhlich am Erzählen. Also, dass man mit dem Feuer irgendwas vertreiben könnte oder anlocken konnte. Ich weiß es nicht. Rocks haben wir jetzt genug. Die legen wir dann mal ab. Ich traue dem hier jetzt nicht mehr, echt. Ja, dass wir uns hier so eine Wand bauen, damit man das Feuer nicht so doll sieht, weil das Feuer lockt die anscheinend an. Aber ist auch eine gute Waffe gegen die. Wenn man hier so einen Eingang macht, dann macht man Feuer, da kann man so rüber jumpen mit seinem Mega-Mondsprung. Man wird selber nicht verletzt und die dummen Eingeborenen, die laufen einfach rein, weil sie nicht wissen, dass Feuer dem wehtun kann oder so, keine Ahnung. So genau habe ich das noch nicht erforscht, eingesammelt. Aber auf jeden Fall macht Feuer bei denen einen Mega-Schaden. Deswegen kann man sich auch Mollys bauen und so weiter und so fort. Und ich sollte mir vielleicht Mollys bauen. Weil hier in der Gegend haben wir ja schon einen gesehen, glaube ich. Da sind wir einem über den Weg gelaufen. Und die Dinger haben. Oh, diese Blätter. Und die Viechers haben auch momentan noch so einen fiesen Glitch drauf, womit sie einen tot glitschen können. Also sie sprinten einen tot. Also dann kommen die auf einen zugerannt, hauen dann einmal, dann ist man komplett tot. Also wird erstmal in die Höhle versteckt und dann ist man tot. Das erste Mal gestorben und wenn man dann nochmal stirbt, ist man gänzlich tot. Und das wollen wir natürlich alle nicht. So. Das Feuer haben wir fertig. Das ist schon mal eine Hausnummer und dann machen wir uns erstmal so einen Molly. Zur Sicherheit. Combine, Craft. Combine. So, denn das und das, das,
So, haben wir schon mal zwei Mollys. Für einen Notfall. Sollte für so ein Dreier-Trüppchen reichen, wenn wir das geschickt zusammentreiben. Müssen wir natürlich jetzt Bäume fällen, was sie auf den Plan lockte. Ich will nicht, Mama. Oh. Ja. Da hat sie mein Handy gerade geholt, aber das tut es keinen ab. Und das war's auch schon wieder von dieser Folge von The Forest. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen, ein Abo oder einen Kommentar da. Darüber freue ich mich natürlich riesig, dass mein Dschungelabenteuer hier. Und auf der linken Seite könnt ihr euch die letzte Folge anschauen. Auf der rechten Seite habt ihr ein schönes Video von mir verlinkt. Sollt ihr vielleicht mal vorbeischauen, weil es awesome ist einfach. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Videos und sage ciao, ciao, euer Daniel.